Die Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems wird im netzseitigen Anschlussraum der Zählerverteilung vor der Abtrennvorrichtung direkt auf dem 40 mm Sammelschienensystem vorgenommen. Das intelligente Messsystem muss gegen Kurzschluss und Überlast durch eine Überstromschutzeinrichtung mit einem maximalen Bemessungsstrom von 16 Ampere und Bemessungsabschaltvermögen von 25 kA geschützt werden. Die Anschlussleitung muss berührungssicher mit einem dreipoligen Stecker versehen werden, wobei der dreipolige Stecker nur zweipolig ausgeführt ist mit L und M. Das Durchschleifen von Zählerfeldern, also von der Spannungsversorgung von Zählerfeld zu Zählerfeld, ist gestattet, aber bei größeren Anlagen ist das Durchschleifen von Schrank zu Schrank nicht gestattet. Die Leitungsverlegung erfolgt nach der DIN VDE 603-100, setzt natürlich für die Leitung eine Basisisolierung vor, aber im netzseitigen Anschlussraum muss eine doppelte Isolierung vorgesehen werden. Das wird mit einem Schrumpfschlauch realisiert. Ich möchte jetzt drei Möglichkeiten vorstellen, wie man das Ganze realisieren kann. Die erste Möglichkeit: Es wird ein Sicherungsautomat im Raum für Zusatzanwendung installiert. Die Spannungsversorgung erfolgt über zwei Klemmen, über einen Spannungsabgriff im netzseitigen Anschlussraum. Nachteil, den ich dabei sehe, ist, dass man eine Teilungseinheit im Raum für Zusatzanwendung freihalten muss, einplanen muss. Und es braucht Zeit, die Anschlussklemmen im netzseitigen Anschlussraum zu setzen. Die zweite Möglichkeit ist, mittels Sammelschienenadapter den Sicherungsautomat direkt über der Sammelschiene zu installieren. Auch wieder hier mit zwei Klemmen die Spannungsversorgung herzustellen. Bei kleineren Verteilungen, Zählerverteilungen, sehe ich den Nachteil des Platzes, weil im netzseitigen Anschlussraum setzt man auch gerne den Überspannungsschutz. Und um das Platzproblem zu lösen, müsste man ja ein Einspeisegehäuse nebendran setzen. Das heißt, man braucht Platz auf der Wand und man erhöht natürlich die Kosten für die Verteilung. Die dritte Möglichkeit halte ich jetzt für eine feine Möglichkeit und einfache Möglichkeit. Man nimmt einen Überspannungsschutz, bei dem der Spannungsabgriff und der Automat integriert ist. Und somit habe ich mit einer Fliegenklatsche zwei Fliegen erwischt. Das heißt, der Überspannungsschutz ist drei Teilungseinheiten breit und passt genau zwischen zwei selektive Hauptschalter. Das Gerät wird werkzeuglos auf die Sammelschiene gesetzt. Es wird eine Verbindung gemacht zur Haupterdungsschiene und somit ist der Überspannungsschutz realisiert. Nach der DIN VDE 01443 Überspannungsschutz für die elektrische Anlage und nach der VDE Anwendungsregel 4100 der Spannungsabgriff. Bei dem Schutzgerät habe ich jetzt die Möglichkeit, die beiden Leitungen anzuschließen und direkt in die beiden Räume RFZ und ABZ zu führen. Einfacher geht es meiner Meinung nach wirklich nicht.